Jetzt hier rüber. Boah. Barry finden. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Del. Ich warte dort. Natürlich. Das ist immer das Beste bei Horrorspielen. Warte auf mich, okay? Ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Psch. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Da rein, da. Also den Starschnitter dabei. Mann, 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 Mann. Was ist denn da schon wie? Bäumchen fällt um. Mach bum bum. Moin. Ich hab doch keine Taschenlampe. Das ist doch fies. Aber ich habe Licht. Licht an. Einschalten. Ja, komm her. Gut, das ist mal ausgeschaltet. Das ist auch weg. Jetzt muss ich noch die Schubkarre hierher bringen. Oh nein. Hier rüber kommen. Oh, das geht gleich aus. Scheißding. Komm ins Licht. So, jetzt ist das auch weg. Jetzt kann ich die Gegend untersuchen endlich. Da ist bestimmt noch Menge Zeugs, was ich bräuchte. Was hat er mit dem Zauber? Och nö. Weg! Einschalten. Muss immer ins Licht locken. Ja, komm her. Da bist du. Ah, super, zwei Sachen gleich. Kommt's ins Licht? Ah, das Licht ist schon ziemlich schwach. Einschalten. Jetzt aber, komm her, komm zu Papa. So, jetzt ist mal Schicht im Schacht hier. Jetzt kann ich das Zeug hier untersuchen. Hoffe ich doch zumindest. Nö. Das gibt es doch nicht. Zwei Sachen jetzt dieses Mal. Ist doch behindert. Geh zur Farm. Helen, du bist eine Flachpfeife ohne Ende. Du müsst ja schon Lunge haben wie sonst was. Nein. So, mal hier auf die Brücke auf jeden Fall. Oh Gott. Oh, tsch. So, wo ist das Fass? Ich will die Thermosflasche, könnt ihr machen, was ihr wollt. Da vorne ist es. Warum kommt es nicht? Jetzt kommt es. Jetzt hier rüber. Boah. Ins Licht mit dir, du Scheißteil. Jetzt komme ich ja nicht zur Thermosflasche, ohne dass ich belästigt werde. Der kommt nicht da hoch. Definitiv nicht. So. Aber ich vermute, dass ich da hinten irgendwas finde, was ich benutzen kann gegen diese Scheißteile. Deswegen. Nur noch 12 Minuten Uploadzeit, Downloadzeit, das ist schon mal gut. Hier gibt es wieder so ein Scheißdreck. Verfolgt. Nur eine Manuskriptseite. Okay, dann lesen wir es mal. Anderson Farm. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen.
Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. So, gut, weiter. Ja, wir sind auch jetzt gerade noch am richtig geilen Plan für das große Comeback der Blendzeit-Buddies. Also ihr könnt euch richtig geil, mir ein richtig geile Pläne. Ein richtig geiler Scheiß erwartet euch, auf jeden Fall. Ihr werdet euch umgucken, das wird richtig Zuckerschnittchen, süßer, geiler Scheiß. Jungs, hol ich ihn da jetzt lang? Ohne, dass ich da verrecke. Aber ein Ton vom Gerümpel. Mit dieser Flachpfeife. Ich hoffe, da war jetzt nichts mehr. Sonst bin ich hier hart am Arsch. Mehr haben. Verfolgt das Zeug doch? Ne. Ich bin weit genug weg, Gott sei Dank. Hier gibt's auch nichts. Benutzen? Was ist denn dort? So. Ah. So. Mast habe ich gedreht. Jetzt brauche ich noch Strom. Die krieg ich bestimmt im Dunkeln da hinten. Oder auch nicht. Und da ist doch das Kabel. Nein, das Kabel ist ein anderes. Ah, dafür Skript. Oh. Da habe ich nicht aufgepasst. Mal es noch einmal. Ja, du kriegst gleich deine Erlösung. Ich soll jetzt aufpassen, da ist ein Loch im Boden. Und hops. So, Skript. Oh, so viel habe ich noch gar nicht vergessen. Geld starrte den unmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Ah. Weiter geht's. Ich gucke jetzt halt auf den Upload. Download, meine ich. Und. Ja, da ist der Generator. Eins, zwei, und los, er rennt. Ah, jetzt kriegt das Dunkel wieder fett auf die Schnauze. Oh. Super. Schön aus der Ecke geklitscht. Das macht jetzt der Bock nicht fett. Im Wald vor mir bewegt ja. Sich Taschenlampe. Ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Kleine Taschenlampe ohne Batterien. Trust no one in the dark. Ja, ich weiß, dass ich niemandem vertrauen darf im Dunkeln. Außer Barry. Barry ist toll. Jetzt bin ich hier runtergesprungen. Also geht es jetzt auch weiter. Jetzt muss ich über mein Leben rennen. Wo? Diese Sprüche, die ich weiß auch nicht, wo sie die her haben. Was sind das? Oh oh. Boah! Oh, das war jetzt Premium. Das war jetzt Premium-Aktion. Ja, muss ich mich selber loben. Der haut mich gerade. Ich drück nochmal Taste und BAM! Weggefetzt das Schnitzel. Jetzt habe ich zwei Batterien, das bringt mich aber auch nicht gerade weiter. Hörst du auf mir nachwerfen? Sag noch bitte, wann ist Licht? Wenn ich jetzt halt was vergesse, bin ich für den Arsch. Oh nö. Lauf, Alan, Alan, lauf! Ja, das Licht am Ende des Tunnels. So. Jetzt können sie nichts mehr haben, diese scheiß Affen. Sind sie auch verschwunden. Puh. Was ist denn das?